Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Ja, am letzten Part sind wir nun, hier angekommen. Und, die Zeit hat sich synchronisiert. Denn man sieht, es ist inzwischen der Wildnis fast Nacht geworden. Denn zur Erinnerung, uns wurde ja gesagt, dass wir darauf aufpassen sollen mit der Uhrzeit und so weiter, weil da oben rechts, links ist ja so eine Anzeige, die ist jetzt ziemlich weit bei Nacht. Und wenn über Nacht ist, müssen wir so ein Basislager unbedingt zurückgekehrt haben. Das war einfach so eine wichtige Geschichte, auf die wir achten müssen. Genau, aus irgendeinem Grund vergeht die Zeit auf den Planeten unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man sich denn gerade befindet. Das ist eine, wie ich finde, sehr interessante Tatsache, dass dem so ist. So, jetzt müssen wir noch ein Set hier richtig einstellen, weil ich nämlich gerade eine neue Live-Aufnahme-Session gestartet habe. Das ist für euch, die es im Nachhinein des Videoparts anschaut, irrelevant, aber für mich ist das wichtig, dass ich das schnell mache, damit es eben auch auf die Setnaristen drauf eingehen kann. Dann musst du auch noch gesehen ein, immer. Gut. Also, warum das so ist, weiß es auch nicht, aber es bedeutet, dass du dir beim Erkunden von Höhlen Zeit lassen kannst. Okay, das heißt, die Zeit jetzt deutlich kürzer so geht. Okay, was haben wir jetzt hier? Aha, das wird dir einfach eingesogen. Hey, das Fibel wurde absorbiert. Aha, im Logbuch steht, dass es sich bei den hellen Knollen um eine Knolle handelt. Okay. Verschmilzt die mit einer Zwiebel, erhöht sich die Anzahl der Pikmin, die sich außerhalb der Zwiebel aufhalten können, um 10. Das klingt ja mal sehr interessant. Okay. Jo, das wäre eine große Hilfe meiner Kunden, aber suchen wir doch gleich mal mehr Pikmin aus der Zwiebel zu rufen. Das klingt doch mal nach einem Plan. Ich kann doch maximal nur 30 haben. Okay, also die anderen sind in der Zwiebel da noch drin, oder wie? Nee. Sind sie alle hier? So, ich glaube, wir haben gesagt, dass wir hier rein müssen, ne? Oder sind wir da rausgekommen, letzten Part? Doch, wir sind da rausgekommen und sind hier gelandet. So, da war ja was, ne? Der Beagle ist jetzt ziemlich weit weg. Ich glaube, dass nur trotzdem relativ bald zurück müsste, weil ich sehe, dass es bald Nacht wird. Aber schauen wir mal. Werfen wir hier einfach mal jetzt die ganzen Leute hin. Und die nehme ich mal vielleicht die ganzen Rohmaterialien zurückbringen. Kann man da auch was hinwerfen? Kommt die beiden mal wieder zurück, bitte. Hat ein bisschen gedauert, bis jetzt wieder da sind. So. Wen haben wir denn hier? Schon wieder die Steinkreise. Wir finden sie immer an günstig gelegenen Orten. Ob Captain Olimar sie für uns sie zurückgelassen hat? Nun, wie dem auch sei, wir seien im Territorium dieser Kreatur da zu sein. Wir sollten hier eine Basis aufbauen. Das wäre ein kluger Sandoris-Sachzug, um effizienter erkunden zu können. Und wir müssen unbedingt etwas wegen dieser lästigen Kreaturen unternehmen. Gut, ob die Kreaturen... Oh! Da kam einmal Feuer raus. Okay. Die Kreatur ist eingefroren. Schnell, es gibt keine Zeit zu verlieren. Das ist die Gelegenheit. Oh nein, Hundi brennt. Ozzy in Schwanz brennt. Lass es schnell das Feuer, in den du B gedrückt hältst. So. Hier muss noch weiter was gemacht werden. Oh, es. Wo ist denn Ort sehen? Gut, da passt wieder alles. Nein! Ort sehen ist K.O. Oh nein! Ja, bringen wir jetzt deine Basis zurück. Oh no! Fürs Erste bist du auf die Leine gestellt, aber
gibt nichts deshalb auf, das schafft das Sohn David. Olsen soll es etwas an der Basis ausruhen, das bringt ihn deshalb wieder auf die Beine. Willst du mal hoffen? Wäre ja schlimm, wenn es. So. Einfach alle mal gegenhauen. Es ist schon spät. Bei unserer Arbeit ist wichtig, Aufgaben rechtzeitig zu beenden und Basisachsen, bevor es dunkel wird. Ich wollte das Teil noch kurz fertig machen. Wenn man nach Captain Olimars Logbuch geht, sollten alle Pikmin ab dieses Radius sicher sein. Nachts sollen die Kreaturen hier noch aggressiver zu werden. Falls irgendwo Pikmin zurückgeblieben sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie einzusammeln. Ah, shit, das Teil lebt immer noch. Ja, ich will die Basis verlegen. Was hier nämlich auch alle Pikmin sicher. So, mir fehlen aber auch einige Pikmin. Shit, wo sind denn die? Das ist gar nicht gut. Vier Pikmin fehlen mir noch irgendwo. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Das ist ein bisschen problematisch, dass ich nicht weiß, wo die sind. Ich glaube, hier sind die nirgends. Komisch. Keine Ahnung, wo die anderen Pikmin hin sind. Müssen doch auch irgendwo sein. Das gibt's ja nicht, ey. Oh oh. Ich glaube, jetzt ist einfach mal wichtig, dass wir alle hier sind. Ah, da sind sie. Quasi fast alle. Einer fehlt noch irgendwo. Okay, wir haben ein Pikmin verloren. So, jetzt geht's erstmal schlafen, ne? So sieht's aus. Aber ich hoffe, das ist nur beim Hundi jetzt bald wieder gut geht. Wäre ja schade, also hier in dem Game. Wäre es schade, wenn es. Weil ich mag Hundi. Und es hängt auf meinem Soundteil jetzt hat. Abschlussbericht Tag 2. Gerade 2 von 3, okay. Oh, ja, wir sind 300 von 421, das ist doch mal eine gute Quote, wie ich es finde. 9% Fortschritt, boah. Ja gut, aber das haben wir noch nicht viel gemacht da. 9% ist das mal besser als 0%, ne? So. Willkommen zurück. Aha, ist ja unbesorgt. Schließlich konnte ich mich auf das von mir selbst entwickelte Notausstiegssystem vertrauen. Ja, das ist doch gut. Wie ist jetzt mein Stream hier eigentlich? Irgendwie schwimmt beides iPad gerade rum, ist auch Wurst. Es war natürlich sehr hilfreich, doch ich wünschte, du hättest auch eins, auch uns anderen erklärt, wie man es verwendet. Wenn ein Notfall eintritt, sollte ein Notfall, ein Notausstiegssystem, schließlich innovativ und einfach in der Handhebung sein. Also, jetzt wurde es zurück, Bistrus. Hätte ich da eine Frage. Sind dir schon einmal Steine wie dieser hier aufgefallen? Aha. Ach, mein lieber Colin. Nicht nur sind mir diese Steine bekannt, ich habe sie auch bereits vollständig analysiert. Dabei fand es heraus, dass sie bei Erhitzen ihre feste Form verlieren und sie nach Belieben formen lassen. Sogar ihre Eigenschaften ändern sich, wenn sie bestimmte Stimuli ausgesetzt sind. Ein wahrhaft vielseitiges Rohmaterial. Prima. Du verstehst wohl nicht. Dies ist die ultimative Entdeckung.
Nach einem solchen Material habe ich schon immer gesucht. Ich kalibriere zurzeit die 3D-Drucker, damit wir das Material nutzen können, sobald du es zu Beagle gebracht hast. Das wird von großer Wichtigkeit sowohl für meine Arbeit im Labor als auch für andere Bauprojekte sein. Das ist ja richtig toll, Russ. Ich wusste doch, dass wir gut beraten sind, ein Materialwissenschaftler mitzunehmen. Ja, so sieht's aus, ne? Das, ich glaube, damit sind wir wirklich ganz gut beraten. Mit dir an Bord wird unsere Rettungsmission bestimmt doch reibungsloser als bisher verlaufen. Okay, du hast Russ, den genialen Wissenschaftler der Rettungscrew, gefunden. Suche weiter nach den verbliebenen Rettungscrew-Mitgliedern. Gut, das ist quasi immer noch die Overall-Task, dass wir nach den anderen Mitarbeitern suchen. Alles bekommen wir hin. So, jetzt haben wir so einen Tag 3 gleich. Und der Hundi ist wieder fit. Das ist doch die Hauptsache. Gott sei Dank, das war ja erst schlimm vorhin. Bilde ich mir das nur ein oder ist Uzin über Nacht wirklich ein ganzes Stück gewachsen? Irgendwie ist das größer geworden, ne? Das ist für einen Hund seiner Rasse normal. Das bedeutet, dass er jetzt ausgewachsen ist und voll ausgelastet werden kann. Hat er so riesig, das ist mal so süß. Den ganzen Pikmin draufspringen, das ist doch super. Ich mag das Spiel echt gern. Die Pikmin tollen ja heute ganz unbeschwert herum. Ja, und ich glaube, sie wissen, dass Uzin auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Ja, so sieht's aus, ne? Es freut mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Ja, ein weiterer Vorteil von Uzins Wachstumsschub ist, dass er jetzt auf Mission Motivation sammelt. Hä, das war witzig mit den Flammenaugen. Ich weiß nicht, ob ihr das unten gerade gesehen habt. Das sieht witzig aus. Mit dem richtigen Training ermöglicht es ihm, neue Fertigkeiten zu lernen, die er bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Sieh dir nur an, wie motiviert er gerade wirkt. Das ist doch supi. Übrigens, Leute, wie fandet ihr eigentlich das neue Layout von meiner Kamera? Ein bisschen so rund ist und so mit zarten hervorgehoben, wie das jetzt halt mit meiner Kamera hier gerade so ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob es das Layout beibehalten soll. Zumindest halt so lange, bis ich wieder funktionierende Greenscreen habe. Dann kann ich mir mal überlegen, wie ich das mache, aber fürs Erste. Finde ich das so eigentlich ganz wild, wie ich es finde. So, Rettungscrew auf eure Station, bitte. Okay. So ist das auch relativ schön abgehoben und man braucht nicht unbedingt einen großen Rahmen oder sonst was. So, ich erkläre die Strategie-Base-Pressung für eröffnet. Das Wichtigste zuerst. Russ, bitte bringe uns auf den neuesten Stand. Bezüglich der Verbesserung an der Beagle. Aha, mit dem größten Vergnügen, Anführerin Seppert. Die Verbesserungen sind nämlich abgeschlossen. Die Beagle verfügt nun über die Fähigkeit, gesammeltes Rohmaterial in vielseitiges einsetzbares Ton umzuwandeln. Mit dieser neuen Funktion ist es nun kein Problem mehr, Objekte direkt vor Ort zu bauen. Sehr gut, ich weiß noch nicht, wie wir diese Funktion nutzen werden, aber das war ausgezeichnete Arbeit. Eine Sache noch, wenn ihr mir Rohmaterial bringt, kann ich in meinem Labor praktisch neue Hilfsmittel und Items herstellen. Zweifelsohne werden sie bei unseren Einsetzungen von großem Nutzen sein. Ah, dann sollten wir also nicht nur Sets sammeln, sondern auch Rohmaterial. Vorrang haben jedoch unsere vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, David und Uzin. Das klingt doch mal nach einem Plan. Ah, und es gibt etwas, das ich später mit euch bespressen müsste. Es geht dabei um Uzins Training. Die Strategiebespressung ist hiermit beendet. Verstanden. Okay. So, danke euch. Denkt auch an meine Rohmaterialien. Okay. So, hier gibt es noch einiges weiteres zu erkunden. In der Stelle, wo wir jetzt unser Lager aufgestellt haben. Das, liebe Leute, werden wir allerdings erst im nächsten Part tun. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.